Schon von klein auf sollten Eltern ihren Kindern die wichtigsten Höflichkeitsregeln vermitteln. Und egal ob im Alltag oder spielerisch, am besten geht das durch das eigene Vorbild, vor allem bei kleinen Kindern. Schön, dass ihr aufmacht. Dankeschön. Bitte, Danke und Entschuldigung sollten deshalb in der Familie zum Umgangston gehören. Respekt und Höflichkeit kann man den Kindern tatsächlich von Anfang an beibringen. Natürlich versteht ein zweijähriges Kind noch nicht, was gute Manieren sind, aber man kann es vorleben. Also mit der eigenen Haltung, mit dem eigenen Umgang, den man pflegt, gibt man dem Kind immer ein Vorbild. Und ich denke, ansonsten verstehen Kinder sehr gut ab dem Alter von 3, 4 Jahren an, was gute Manieren sind, altersgerecht erklärt. Und ganz einfach gesagt gilt, was Eltern von ihren Kindern an Umgangs- und Höflichkeitsformen erwarten, sollten sie immer auch selber konsequent anwenden. Zum einen würde ich es empfehlen, vorzuleben, indem ich natürlich auch meine Kinder mal frage, kann ich euch was helfen? Aber dass man auch prinzipiell mal ins Gespräch geht und sagt, also wenn jemand gerade eine Arbeit macht im Haushalt und die anderen haben Freizeit, ist es nur legitim, dass derjenige, der arbeitet, um Hilfe bittet und dass man dann diese Hilfe auch wirklich gibt. Also man hilft der Mama einfach die Tasche reintragen und dass es am allertollsten ist, wenn man natürlich von alleine da drauf kommt, dann freut sich der andere umso mehr. Aber ich persönlich empfehle immer, wenn ich gerne Hilfe hätte als Mutter oder Vater, und die kommt nicht automatisch, dann kann ich die aber auch freundlich und höflich und bestimmt einfordern. Und wer bist du? Schwieriger wird es da schon beim Thema Siezen und Duzen. Welcher Erwachsene geduzt werden darf und welcher gesiezt werden muss, ist für Kinder bis zu einem gewissen Alter schwer nachzuvollziehen. Chefin von dir. Ab dem Grundschulalter kann man den Kindern erklären, dass zum Beispiel Erwachsene, die nicht zur Familie gehören, erstmal gesiezt werden. Dann kommt es drauf an, vielleicht sagt der Erwachsene auch, du kannst du zu mir sagen, weil er doch irgendwie mit der Familie bekannt ist. Aber erstmal gilt, Erwachsene, die ich nicht kenne, sieze ich. Und das ist was ein Grundschulkind verstehen kann. Und trotzdem dürfen in diesem Alter Fehler auch noch passieren. Dann gilt es, das Kind immer wieder höflich darauf hinweisen und gutes Benehmen vorleben. Das nächste Mal am Telefon bitte Sie sagen. Denn das wirkt oft mehr als alle Worte.